Liebe Camilla, liebe Sarah, herzlich willkommen zu Wer bin ich? Und die erste Person, die wir suchen, der erste Hinweis auf diese Person lautet: Mein erster Verein war die TSG Kälberau. Ihr gebt immer mir Bescheid, wenn ihr einen neuen Hinweis möchtet. Gerne einen neuen Hinweis. Gerne neu, ja. Der zweite Hinweis: Ich bin am 25. Januar 1991 geboren. Okay, 91. Das heißt, die Person ist jetzt 32 Jahre alt. Das. Da gibt es nicht viele bei uns. Ich würde auch einen Tipp nehmen. Also, ich weiß auch nicht, wer im Januar und sowas. Dann noch einen Tipp gerne. Meine erste Profistation war beim 1. FFC Frankfurt. Gibt es irgendwie so, um wen es sich in etwa handeln könnte? Unter Umständen kennt ihr die Person. Ja, okay. Ich bin mir sehr sicher. Warte mal, hat Lisa 32? In Frankfurt gespielt? Ja, 31, ja. Erste Station SFC Frankfurt. Nee, Lisa auf keinen Fall. Nee, ne? Ja, dann oder? Haben wir denn noch? Sonst Marina? Machen wir vielleicht noch einen Hinweis. Ja, wir nehmen noch. Ja. Einer geht noch. Nach Frankfurt bin ich zu Turbine Potsdam gewechselt. Ach so. Komm. Jetzt. Warte mal, ist das Svenny? Oh, ja. Aber ist sie so alt? Ja, ne? Ja, sagen wir jetzt. Warte. Sie war ja auch bei Frankfurt, ja. Ja, passt. Svenja Huth. Svenja Huth, ich lese einmal weiter vor. Seit 2011 bin ich deutsche Nationalspielerin, habe rund 84 Spiele gemacht, dabei 14 Tore erzielt. 2019 bin ich zum VfL gewechselt und seit dem 10. September bin ich die Mama vom kleinen Emil. Gut. Richtig, ihr habt 4 Hinweise gebraucht, lasst mich rechnen, dann gibt das 3 Punkte. Das hätten wir schon gewusst. Ja. Okay, kommt weiter. Aus der Nähe. Naja. Okay. Kommen wir zur nächsten Person. Mhm. Erster Hinweis: Ich habe eine Ausbildung als Physiotherapeut. Oh. Tin? Therapeut? Therapeut. Oh. Nee, ohne in. Mhm. Mit in? Ohne in? Ich bleib dabei. Therapeut. Okay. Das könnte jemand aus Staff sein. Wir nehmen den nächsten Hinweis auf jeden Fall. Ich bin in Nordhorn geboren worden. Das ist doch hier irgendwo, oder? Ich weiß nicht. Das sollst du wissen. dann nächsten. Ja. Mein erster Verein war der SV Grenzland Twist. Also das ist gar kein Hinweis. Jetzt ist das, ne? Also das ist ja, dass der als dritter Hinweis kommt, das ist ja gar keine Ahnung. Also können wir direkt den nächsten nehmen. Meine erste Station im Frauenfußball war der SV Meppen. Ja, dann ist doch Tommy eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Weil ich weiß, dass er. Das könnte schon sein, ne? Aber ja, kommt er aus hier? Komm, sagen wir einfach, oder? Ja, warte, dann bekommen wir aber keine Punkte, wenn wir. Ja! Ja, aber. Hä? Ich hab so ein Gefühl. Ist das ein Lösungsversuch? Ich weiß, der war auch bei Grenzlau irgendwas. War der bei Meppen? Also bei Meppen auf jeden Fall. Weißt du das? Ja. Okay, dann sag's also. Tommy? Ich lese weiter vor. Mein Geburtstag ist am 24.12.88. 21 wurde ich Meister in der Ehrendivisie. Seit 2021 bin ich beim VfL Wolfsburg Cheftrainer. Stark. Wieder cool. 3 Punkte, 3 gute Punkte. Ja, gut, ja, ist okay. Kommen wir zum nächsten. Ja. Ich wurde am 4. April 92 in Salzgitter geboren. 4. Das ist gar nicht so weit weg von 92, hier. 92, Salzgitter. Okay, 31. Das kann wieder. Ja, sowieso nächster Lisa, Tipp. Auf jeden Fall. Mhm. Nächster Tipp? Ja. Ich bin 2,04 Meter groß. Was? So groß. Hä? Hast du schon mal so großen Menschen hier gesehen? Nein. Nein. 2,04 Meter? Mhm. Was ist mit Marcel? Müsste auffallen, ne? Wie groß ist Marcel nicht so? Marcel ist kleiner als ich. Scheiße. Hä? Ja, dann nehmen wir den nächsten, oder? Next. Als Kind und Jugendlicher war ich häufig in der Volkswagen Arena als Fan dabei. Oh. Ich bin immer noch bei den 2,04 Meter. Das ist, also. Der kommt aus Wolfsburg, ne? Hm.
Also, wir sind ja, wir kennen Warte die Person mal. Auf jeden Fall. Wir sind ja noch nicht so lange da. Ja, aber hä? Kennen wir schon. Wer ist so groß? Ich würde trotzdem den nächsten Tipp nehmen. Wir wissen eh nicht. Ich habe über 68 Nationalmannschaftsspiele für Deutschland bestritten. Über 68. Denk mal nochmal an die Größe vielleicht zurück als Hinweis nochmal. 2,04 Meter. Was könnte man da für eine Nationalmannschaft spielen? Ach so, nur national. Also nicht, du hast nicht Deutsche gesagt? Deutsche, doch. Doch, Deutsche. Hab aber eventuell nicht die Sportart gesagt. Ich habe nicht die Sportart gesagt. Nee, das kann Basketball sein. Oh, ich weiß, Thais. Ist das ein Lösungsversuch? Ja, komm, nehm mal. Wer ist das? Wir vertrauen mir. Thais. Aktuell spiele ich bei den Indiana Pacers in der NBA. In meiner Jugend habe ich in Braunschweig mit Dennis Schröder zusammengespielt. Ich bin Basketball-Weltmeister 2023. Ich bin Daniel Thais. Ja, so gut. Stark, richtig stark. Wie viele Punkte waren das jetzt? Das waren wieder 3 Punkte. Okay, gut. Oh, ja, zieht ihr durch. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir machen noch ein paar. Ja, ja, ja. 2 Minuten machen wir noch, dann schaffen wir mindestens noch eine Person. Okay. Erster Hinweis. Mein erster Verein war der FC SG Gartow. Ja, nächster. Mein Heimatort ist Dannenberg an der Elbe. Ne, keine Ahnung. Nächster Hinweis. Dannenberg und Gartow. Was? Gartow. Ich habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Oder studiere eventuell auch noch. Okay, nächster. Oder? Ja, nächster. Nächster. Ich bin UWCL-Siegerin mit dem VfL 2014. Aha. Also ich meine, ich muss sagen, das erster Verein und Geburtsort sagt mir gar nichts. Gar nichts. Wer sind alle die Siegerinnen? Poppy? Merle? Ich glaube, die war dabei, oder nicht? Ja, ne? Ein Hinweis noch vielleicht? Das war schon, ne? Ja. Ja. Ich bin Welttorhüterin des Jahres 2014. Ach so, ja, dann ist doch Welttorhüterin. Nee, die war noch nicht hier. Hat mir wieder gesagt. Stimmt. Dann ist es ein. Warte mal, ja. War sie da schon hier? Ja. Ja. Ja, ja, sie war auf jeden Fall da. Und Welttorhüterin ist die auch, oder? Ja. 2014? Hm. Ja. Ja, dann wird schon passen, oder? Nehmen wir Lambda ein. Ja. Almut Schuld. 2 Hinweise gibt es noch. Als ich beim VfL gespielt habe, habe ich die ganze Mannschaft mit frischen Eiern versorgt. Ja, dann ist er das. Heute bin ich TV-Expertin und dreifache Mama. Almut Schuld. Ja, okay. Also 2 Punkte diesmal. 2 Punkte. Aber ist nicht okay, schlecht. Ist okay. Theoretisch habe ich noch eine Person. Ja, gerne. Damit. Ja, gerne. Wir sind eine Person noch? Ja, dann haben wir alle. Ich habe über 70 Länderspiele für meine Nation gemacht. Ja. Next. Ich bin Stürmerin. Mhm. Sollen wir Risiko machen? Nein. Okay. Dritter. Aber du kannst ja mal laut denken. Ja, ja, das kannst du gerne. Keine Ahnung, ich würde jetzt spontan kurz Eva Payor sagen. Ja, Eva oder Poppy. Okay, weiter. In der Saison 18-19 habe ich 24 Tore in der Bundesliga geschossen. 18-19. Das könnte Eva sein, gut sein, ja. Nächster Hinweis? Ja, noch ein. Wir würden natürlich, wenn wir jetzt spontan, also Risiko machen. Könnte natürlich gut absahen. Könnte. Oder ganz aber tief so, fallen. Ja, aber so ein Punkt mehr oder weniger ist ja auch, oder? Sonst hast du gar keinen Punkt. Ja, komm, ein noch. Ich habe mit dem VfL 5 deutsche Meisterschaften und 8 Pokalsiege geholt. Das wird halt immer noch passen, oder? Ja. Dies Jahr, jetzt 9. Jahr hier, glaube ich, ne? Ja. 5-mal, ja, das passt. Ja. Wir sagen Eva. Ich bin 1,76 groß. 1,67, sorry. Dann passt es auch. Ja. Ich bin seit 2015 beim VfL. Ja. Passt auch. Ich trage aktuell die Rückennummer 9 beim VfL. Yes. Ich bin Eva. Perfekt. Good. Cool. Und das waren nochmal starke 3 Punkte. Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Aber ja, das stimmt. Nee, das ist okay. Schon. Ja, ist okay. Danke. Danke.